Herzlich willkommen zu Madden NFL 15. Und dieses Mal geht's gegen die Oakland Raiders an. Hier sehen wir Jeremy Jones, Statistik, 1514 Yards inzwischen geworfen, 12 Touchdowns. Aber allerdings dank dem letzten Spiel auch inzwischen 6 Interceptions. Wir hatten vor dem letzten Spiel gegen Baltimore 3 und ja, haben unserer Statistik dann nicht gerade gut getan. Wir haben zwar das Spiel gegen Baltimore ganz knapp in der OT gewonnen, also in der Overtime via Field Goal. Aber ja, wie gesagt, 3 Interceptions gefangen, geworfen. Das ist alles andere als gut. Das darf so nicht sein. Das soll hoffentlich auch so nicht sein. Ich hoffe, das war das letzte Mal. Und wir schauen jetzt ganz einfach mal, was wir heute im Spiel gegen Oakland erreichen können. Oakland auch relativ gut gestartet, nicht ganz so gut wie Baltimore. Die haben jetzt 4 Siege, 2 Niederlagen. Und wir sehen, Matt, ich habe nicht gelesen, wie er heißt, auch schon 1200 Yards gepasst. Also ist auch schon nicht schlecht. Hier sehen wir nochmal Jeremy Jones, 1514, ganz ordentlich, 12 Touchdowns. Und wir gucken Beasley nochmal an, hier den Mann. Und ich hoffe ja immer so ein ganz kleines bisschen, dass er den Kick Return direkt in die Endzone bringt. Das wäre so ein bisschen mein Traum. Aber nein. Das sieht wieder nicht danach aus. Wir versuchen es ja mit einem HV Quick Pass. Haben wir, glaube ich, noch nie probiert. Versuchen wir jetzt einfach mal gucken, wie weit wir damit kommen. Wie weit Ball damit kommt, vor alledem. Na, bleibt relativ früh stecken, das war vielleicht ein Yard, nicht mal. Wir sind immer noch beim 2. und 10 jetzt, das ist alles andere als gut. So, dann unsere super Waffe, den Curl Flats. Und der Ball kommt an, der Ball wird gefangen von die Marius Thomas, der 88, dem Star Wide Receiver unseres Teams, der Mann, der uns weiß ich wie viele Touchdowns schon beschert hat. Definitiv bei mir immer die erste Wahl. Ansonsten unseren, ja, Neuling, den guten Douglas, der ja für Wes Welker kam. Wes Welker, vielleicht auch schon eine Nummer zu alt, das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall bereue ich es nicht wirklich. Douglas macht seine Sache gut. Die Chancen, die er bekommt oder die Pässe, die er bekommt, die fängt er in der Regel auch. Und von daher kann ich mich hier überhaupt nicht beschweren. Und wir sehen hier einen kleinen Glitch, kleinen Grafikbatsch. Und wir sehen auch, dass, ja, dass das hier nichts wirklich bringt. Douglas will über das ganze Spielfeld. Na, das will ich sehen. Aber wenn er daran vorbei ist, dann... Oh, naja. Wir haben außerdem einen tiefen Pass geworfen. Hätte man vielleicht einen hohen geworfen, vielleicht wäre er dann über die Defense gekommen. Man weiß es nicht. Wir versuchen es hier... Nee, wir sind jetzt beim dritten Versuch, glaube ich. Wir müssen uns hier zusammenreißen. Wir versuchen es nochmal mit einem Curveflats. Und dieses Mal möchte ich Douglas bedienen. Sollte natürlich, er wird gedeckt und er wird gedeckt. Deswegen geht der Pass hier auf die 85 und der schafft es nicht, den First Down zu holen. 4. und 2. Aber manche von euch kennen mich. Ich liebe das Risiko. No risk, no fun heißt das so schön. Und nein, wir werden uns auf keinen dieser Spielzüge einlassen, denn dann würde Peyton Manning das übernehmen und das wollen wir nicht. Wir versuchen es ganz einfach nochmal mit einem Curveflats, auch wenn Oakland eben sehr gut darauf reagiert hat. Dieses Mal scheint es aber nicht so. Und der Pass auf Thomas. Complete. Das First Down ist Gewissheit. Und so führen wir sein Yard-Konto. Mindestens 10, 12 Yards wieder hinzu. So muss das sein. So, Inside Cross habe ich ja gesagt. Bringt nichts, wenn wir beim 1. und 10 sind. Halte ich nicht allzu viel von. Wenn wir, ja, ab 5 abwärts irgendwie dabei sind, dann gerne, aber so. So, die 5 hat sich schön freigelaufen. Die 5, die 80 meine ich natürlich. Julius Thomas. Und er holt uns jetzt zwar nicht den First Down, denn er läuft wieder zurück. Aber
wie gesagt, bringt uns trotzdem ran. Und jetzt, meine Freunde, jetzt können wir den Inside Cross versuchen. Das dürfte jetzt überhaupt kein Problem mehr sein. Inside Cross auf Thomas. Wenn es klappt. Wenn es klappt. Und es klappt. Der Pass ist complete. Julius Thomas hier. Wunderschön bedient. Und so kommen wir der ganzen Sache immer näher. Ich glaube, wir sollten hier mal eine Auszeit aufrufen, denn es sind nur noch 30 Sekunden hier zu spielen im ersten. Ja, warum mache ich schon wieder im ersten Drittel irgendwie einen Timeout? Das ist doch scheißegal, wenn die Zeit abläuft, Leute. Manchmal bin ich auch so ein bisschen so ein kleiner Verwirrter, aber gut, ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. So, Thomas Douglas, wir werden sehen, wer der Bessere ist. Und es ist Douglas meiner Meinung nach. Und Douglas fängt den Ball mit einer Hand. Was für ein geiler Catch. Leute, die Nummer 83 hier. Mit einer Hand. Awesome. Richtig awesome. Und holt uns damit natürlich einen neuen First Down. Ich bereue nichts, dort hingeworfen zu haben. Und vielleicht kann ich ja Douglas jetzt auch mal einen Touchdown bescheren. Das wäre schön. Nein, ich krieg den ersten Sack des Spiels ab. Von Woodley. Hab nicht aufgepasst. Verliere hier 8 Yards. Und damit ist die erste Hälfte des ersten, ja, die erste Hälfte der ersten Hälfte vorbei. Oder auch anders gesagt, das erste Viertel. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, Freunde. Aber gut. Sei es rum. So, wir müssen jetzt in 2 Versuchen 18 Yards überwinden. Und ich bin so ein bisschen überfragt, wie wir versuchen es mit dem Flut. Wir achten auf Douglas und auf Thomas und auf den anderen Thomas. Und wir nehmen den Thomas. Wir nehmen Julius Thomas, der stand wunderschön frei, auch wenn er noch nicht in die Kurve gegangen ist. Aber so lange wollte ich ehrlich gesagt nicht warten. Wir haben hier 8, ja, 13 Yards gut gemacht, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Und können es jetzt wieder mit dem Inside Cross versuchen, obwohl das eigentlich eine dumme Idee war. Nicht beim dritten Versuch. Audible, Quickslants, Pistol Ace, Stick, HP Drive, oh komm, Quickslants, Quickslants, Gunslants, Weak Zone. Und wir versauen es. Wir versauen es, weil ich absolut verwirrt war. Ich weiß nur nicht warum. Ich hatte irgendwie gerade einen komplett anderen Spielzug im Sinne. Fragt mich nicht warum, aber shit happens. Wie es doch so schön heißt. Und bei 5 Yards werde ich garantiert hier nicht meinen Pass abgeben. No risk, no fun. Ich habe es vorhin schon gesagt. Und es hat sich bezahlt gemacht. Die Marius Thomas fängt hier den Ball. Holt sich das Field Goal. Das Field Goal, das First Down. Ich glaube, das wird mir noch 100 Mal passieren. Field Goal mit First Down zu wechseln. Aber es klingt auch ähnlich. Von daher, bitte verzeiht mir. So, und jetzt sind wir beim Third and Goal oder First and Goal. Was bedeutet Ball. Go. Wir versuchen es mit einem Counter. Mit einem Counter nicht, mit einem Draw. Ich habe nämlich keine Ahnung, was ein Draw ist. Ich möchte es daher mal versuchen. Und hier sehen wir den HB-Draw, 5,5 Yards, die hier im Durchschnitt damit geholt werden. Und das würde uns ja schon weiterhelfen. Und die Uhr läuft ab. Und komm, Ball. Ah, oh, so nah ran. So nah. So kurz vor dem Ziel. Und ich würde sagen, wir versuchen es mit einem Screen Pass. Ja. Wir versuchen es mit einem Screen Pass. Und ich würde sagen, wir versuchen den den HP Slipscreen, also den Halfback Slipscreen. Der passt, der soll dann auf Ball gehen, wenn alles klappt. Und es klappt, aber schafft das? Schafft das? Ja! Er läuft mit dem Ball in die Endzone, holt uns hier die ersten 6 Punkte. Und bringt uns damit in Führung, bringt unserem Team den Sieg ein Stück näher. Und das wäre natürlich Sieg Nummer 7 aus 7 Spielen. Und das wäre natürlich fantastisch hier. Und all das zu großen Teilen Jeremy Jones zu verdanken. Ebenso natürlich, den möchte ich nicht vergessen, Julius Thomas und die Marius Thomas, die eine unglaubliche Saison abliefern. So, und wir sind weit gekommen. Wir sind bei der eigenen 35-Yard-Linie. Da hat Beasley also, wenn es denn Beasley war, einen guten Lauf gemacht.
macht uns die Aufgabe hier natürlich sehr viel leichter. Und da kommt der nächste Sack und wir haben, glaube ich, über 10 Yards verloren. Freunde, 9 Yards. Oh mein Gott. Das ist bitter. Und ich sag ja, Quicksilver ist irgendwie nicht so meine Sache. Wir versuchen jetzt mal mit einem Strong Flut hier den Verlust wieder ein bisschen hereinzufahren. Aber ob das klappt, das ist wieder so eine andere Sache. Oh, da waren wir nur Zentimeter vom Interception Nummer 7 entfernt. Und ich glaube, ja, jetzt heißt es wieder all or nothing. Wir müssen es hier mit einem Hail Mary versuchen. Versuchen es hier mit den... Ja, mit was versuchen wir es denn? Ich hab hier so einen speziellen, den ich mag, aber irgendwie finde ich den nicht. Ist der vielleicht bei Action? Komm schon, komm schon. Play Action. PA Crosses, PA Scream. Wir versuchen es jetzt einfach damit. Thomas und Thomas hier diejenigen, die ich im Auge behalten muss. Am ersten ist er vorbei und richtig bitter. Dann der nächste Sack hier. Oaklands Defense richtig gut gearbeitet. Wir haben damit natürlich, ja, nur noch eine Option und zwar den Punt, den Kick, um uns, ja, ein bisschen zu befreien von der Oakland Offense. Und die kommen bis zur eigenen 34-Yard-Linie. Ich bin gespannt, ob sie es jetzt daraus schaffen, innerhalb von 22 Sekunden hier einen Touchdown oder halt einen Field Goal zu machen. Und nein, sie schaffen es nicht. Und wir kommen ins dritte Viertel. Eine Minute 34 noch zu spielen und wir sollen es mit einem HB-Stretch, also mit einem Halfback-Stretch versuchen. Und ich habe großes Vertrauen in Ball, in Monty Ball. Und von daher lasse ich ihn machen und es klappt. Er läuft hier, er läuft immer weiter und damit nur noch, ich glaube, ein Yard vom First Down entfernt. Schön gemacht und hier sehen wir nochmal einen Sack gegen Jeremy Jones. Der Mann hat sicher schon bessere Tage erlebt, aber ich denke, er hat auch sicherlich schon schlechtere Tage erlebt und ich würde sagen, das schreit mal wieder nach einem Inside, würde ich eigentlich sagen, aber eine PA Bronco Cross klingt natürlich auch gut. Ausgeführt hier von Sanders, den Mann, den wollen wir nicht vergessen, die Nummer 10, auch er, ein richtig guter Spieler. Und das möchte ich jetzt beweisen, mit dem Catch, sehr schön. Endlich mal Sanders bedient, das hat er sich definitiv verdient. Bedient, verdient, geil. Und wir versuchen es hier mit einem Versus Cover 2, mal sehen, ob das klappt. Ja, das könnte sogar eine Cover 2 sein. Mal sehen, ob es funktioniert. Ball, go. Junge, du schaffst das. Du schaffst es. Du holst uns das First Down. Ich bin mir sicher. Komm, 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 komm. Lauf, Junge. Lauf, lauf, lauf. Und da scheitert er. Aber nichtsdestotrotz. Der macht sich ja eigentlich gar nicht schlecht. 7 Yards noch entfernt. Und, Versus Blitz, okay. Möglich, dass wir jetzt einen Blitz abbekommen. Sprich, dass hier nicht großartig auf Pässe verteidigt wird. Nein, das heißt, dass möglichst viele Spieler auf den gegnerischen Quarterback, also in diesem Fall auf mich, draufgehen. Und ich brauche dafür natürlich als Konter eine Variante, wo ich den Ball schnell abspielen kann. Wie sieht's aus? HB Base Smash Corner. Wir versuchen es mit einem Smash Corner. Warum denn eigentlich nicht? Wir sind beim Second Down, beim zweiten und 7. Und wir werfen zu Demaryius Thomas. Wieder einmal. So, und unser nächster Gegner sind die Vikings. Wieder auswärts, ärgerlich. Und wir haben den First Down gekriegt. Wir versuchen es mit einem Run-Move, aber mit dem HB-Stretch bin ich nicht einverstanden. Wir versuchen es mit dem Zero-One-Trap. Und Ball kommt hier wunderbar durch.
Und ich habe währenddessen immer ein Auge aufs Eishockeyspiel. Die Kölner Haie gegen die Grizzly Adams Wolfsburg. Die meisten von euch wissen ja, die Grizzly Adams sind meine Mannschaft. Und übrigens, jetzt 1-1, sehr geil. Mark Vokes trifft sein erstes Tor in der regulären Season für die Grizzly Adams Wolfsburg. Und holt damit den Ausgleich. So, wir versuchen es nochmal mit einem PA Bronco Cross. Möglich natürlich wieder, dass wir Sanders anspielen. Können aber auch ein anderer werden. Wir werden sehen. Nein, es ist wieder Sanders. Und der macht das. Der holt sich vielleicht so den Touchdown. Nein, schade. Oh, er hätte es so verdient, Freunde. Er hätte es so verdient, sich hier den Touchdown zu holen. Sanders hat natürlich Pech, dass er hier so unglaublich starke Rivalen in Anführungsstrichen hat. Denn ja, Douglas und Thomas, das sind schon Namen, gegen die man sich durchsetzen muss. Und da kommt teilweise der gute Sanders, die Nummer 10, ein bisschen zu kurz. Das möchte ich gerne ändern. Und da bekommen wir den Sack ab. So ein Mist aber auch. So, und jetzt nochmal hier die Besprechung mit unserem Head Coach. Dessen Namen ich aber gerade leider vergessen habe. Aber gut. So wichtig ist es nicht. Okay, wir sind beim Second and Goal und wir versuchen es mit einem Cross-Track. Damit habe ich so viele Touchdowns in meiner 49ers-Season schon geworfen. Vielleicht klappt es ja auch dieses Mal. Oh, 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 oh. Douglas, schön gefangen. Und hier gibt es nochmal ein Timeout von der Defense, sprich von den Oakland Raiders. Die natürlich jetzt ordentlich im Bedrängnis sind. Wir führen mit 4 Punkten, sind kurz vor dem Touchdown. 6 Yards nur noch entfernt und versuchen es jetzt übrigens mal mit einem Strong Power. Vielleicht holt sich hier Monty Ball seinen ersten Touchdown. Mit einem Laufspielzug, wir werden sehen. Und ja. Monty Ball, Touchdown! Geil, Freunde, geil! Monty Ball hat es geschafft, er ist da durchgegangen. Ölig wie ein Aal, durchgeglitscht. Und rettet sich dann über die Endzone Line. Holt uns hier nochmal 6 Punkte. Und ja, die Chancen, dass sie das Spiel jetzt verlieren, die schrumpfen dadurch natürlich. Sehr, sehr geil. Holen hier uns natürlich auch noch den Extra Point. Und ja, 35 Sekunden noch zu spielen. Wir sind an der eigenen 20-Yard-Linie. Und jetzt haben wir natürlich die Wahl. Und wir versuchen es nochmal mit dem Strong Power hier ein paar Yards gut zu machen. Vielleicht schaffe ich ja nochmal einen Field Goal, auch wenn ich das nicht glaube. Obwohl Monty Ball läuft hier gut, macht hier nochmal einige Yards gut, obwohl hier so viele Spieler sind, die ihn aufhalten wollen. Unglaublicher Run. So, nochmal jetzt ein Timeout von der Defense, wieder Oakland. Und wir versuchen es jetzt mit einem Hail Mary vielleicht. Nein, wir bekommen hier den Sack ab, aber das spielt keine große Rolle mehr. Die Zeit läuft ab, 20 Sekunden. Und ich denke, die werde ich auch einfach so herunterlaufen lassen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Leistung von Jerry Jones durchwachsen. Einerseits natürlich richtig gut, andererseits, was soll ich dazu sagen? Andererseits ziemlich viele Sacks im heutigen Spiel abbekommen, was natürlich nicht nur meine Schuld ist, ganz klar. Wir lassen ihn hier nochmal laufen, kurz vor Ende. Soll er sich noch ein paar Yards erlaufen? Das hat er sich wirklich verdient. Monty Ball. Grandioses Spiel heute gemacht. Was ich sagen wollte, was natürlich nicht allein mir zu verschulden ist, die vielen Sacks, sondern auch eben den Leuten, die mich beschützen. Den Tacklern. Den Right Tackle, den Left Tackle, den Right Guard, den Left Guard und so weiter und so weiter. All den Spielern auf der Offense Line.
Oh, und ich habe es aus Versehen weggedrückt. Das wollte ich natürlich nicht. Aber ihr seht es trotzdem nochmal. Wir gewinnen das Spiel 14-3 gegen die Oakland Raiders. Das ist Sieg Nummer 7. Und ich hätte ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass wir das wirklich schaffen. Dass wir hier so eine unglaubliche Serie, vor allen Dingen auf dem Pro-Schwierigkeitsgrad hinlegen. Wir sehen unsere Leistung heute nicht ganz so gut. Haben es auch viel mit Running oder mit Laufspielzügen versucht. Deswegen nur 134 Yards im Gegensatz zu Matt McGloin. Denke ich mal, wurde ausgesprochen. 200 Yards, aber eben kein Touchdown. Wir haben einen. Und damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, macht's gut. Ciao.